Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von unserer Sims 2 Waisenhaus-Challenge. Im letzten Part hatte uns die liebe Natascha eingeladen, alle Mannen, zu einem Geburtstagessen in Downtown, weil unsere Erzieher ja altern werden. Ich habe jetzt auch keinen Kuchen gekauft, die altern eigentlich dann irgendwann mal. Und dann sind wir nach Downtown in die Familien-Gourmet-Meile. Es war jetzt nicht so das perfekte Grundstück für den Zweck, weil einige doch sehr unspaßig waren und irgendwie, ja, das mit dem komischen Mishudo-Ding oder wie das Teil da heißt, ich kann mir den Namen nicht merken, was ein bisschen ähnlich ist wie Lottoziehung, das hat irgendwie nicht so richtig gefruchtet. Freiwillig auf die Schaukeln sind sie auch nicht, aber na gut. Jedenfalls, wir haben köstlich gespeist, da kann man nichts gegen sagen. Wir haben auch auf die Erzieher einen Toast ausgesprochen. Also insofern alles wunderbar. Jetzt sind sie schlags kaputt und müde. War auch ein bisschen viel Feierei jetzt so hintereinander. Und deswegen gucke ich gerade, dass ich die ins Bett packe. Ulrike hat sich nämlich versehentlich ins falsche Bett geschmissen. Was ich euch aber schnell noch zeigen wollte, ich hatte ja gesagt, wir hatten zu viel Geld. Schaut mal hier, wir haben kein Geld mehr. Ja, was habe ich jetzt mit dem Geld gemacht? Ich hatte da einen ganz tollen Tipp bekommen. Und zwar einfach teure Sachen kaufen, weil ich ja nicht so gerne cheate und den Geld-Cheat jetzt auch gerade nicht weiß. Und die einfach ins Inventar stopfen und da liegen lassen. Und ich habe gekauft, weil es war ja doch sehr viel, was da war, Fernseher, Heimkino-Gigant für 10.000 Simoleons. Und noch, das hat jeder, also wirklich, bis auf Ulrike, sie hat dafür zwei Gemälde im Wert von 5.000 irgendwas. Unsere Natascha hat auch so einen Fernseher und noch so ein komisches Teekesselchenbild. Und alle Kinder haben diesen 10.000 Simoleons Fernseher in ihr Inventar gekriegt. Den dürfen sie behalten für das, was später mal aus ihnen werden soll. Werden wir nicht mehr erleben, aber dann haben sie schon mal eine kleine Aussteuer, die sie im Inventar behalten dürfen. Wir sind wieder auf 3 Simoleons unterarm geworden, so wie sich das gehört bei unserer Familie. Und jetzt gucken wir mal. Wie gesagt, ich habe den Leutchen gesagt, sie sollen in ihre Betten gehen. Ich hoffe, dass das jetzt soweit klappt. Aha, und da ist er. Wo bist du denn jetzt? Habe ich es nicht gesehen. Och Mist, wo ist denn die... ja, nee. Wollen wir die Natascha auch gerade altern lassen? Dann wäre die auch in dem Rentnerclub. Ah, nee, oder? Nee, wir lassen uns keinen altern, ist jetzt auch egal. So, was sagt denn der liebe Jörg? Es hätte besser sein können, aber ich habe den letzten Abschnitt meines Lebens trotzdem genossen. Ja, immerhin hatte er halbwegs Goldstatus gehabt, noch am Schluss. Jetzt muss ich mich nur immer weiter verbessern. Jo. Jörg ist jetzt Knacker, als Erwachsener hat er die Laufbahn. Level Einflussnehmer erreicht, das ist gar nicht so übel. Es sieht ganz so aus, als würde er auch im Alter ein erfülltes Leben führen. Mal gucken, was mit Ulrike jetzt passiert. Sie hatte ich eigentlich, ja, du solltest mal darüber gehen jetzt. Mensch, wo ist Jörg überhaupt? Ach, da unten hast du rumgestanden. Wie siehst du denn aus? Zeig mal. Ja, ja, kaum verändert, nur ein bisschen älter, ne? Ein bisschen graue Haare gekriegt, jo. So, gucken wir mal, du bist auf dem Bett. Auf dem richtigen Weg. Schauen wir mal, was mit Ulrike jetzt ist. Die dürfte jetzt auch altern. Kriege ich sie wenigstens mit. Ja, ihr geht's auch nicht gut, ne? Hallo. Na du, Geburtstagsmaus. Hi. Adrian, kann ich Jörg sprechen? Nee, der ist auf dem Weg ins Bett. Der alte Knacker muss jetzt erstmal schlafen. Nee, wir lassen da auch keinen mit altern. Ach, halt, 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 halt. Stopp. Nicht so schnell. Ja. Okay, Ulrike ist jetzt Knacker als Erwachsene, Laufbahnstufe Einflussnehmerin, also wie bei Jörg auch. Ich wünsche mir mehr als nur ein mittelmäßiges Leben. Hoffentlich klappt das im nächsten Lebensabschnitt besser. Ja, Maus, da kann ich dir nichts zu sagen. Hier ist eigentlich der Sinn der Sache, sich um die Kinder zu kümmern und nicht unbedingt um die Erwachsenen. Tut mir leid. Für euch kriege ich keine Punkte. Ich habe mich aber bemüht. So, die wandern jetzt alle erstmal dahin, wo sie hinwollen. So, gucken wir mal, was ist denn jetzt hier? Ihr braucht Spaß. Warum spielt ihr Foodback, um euren Spaß zu leveln, Leute? Ihr macht mich krank.
Wieso hat der schon wieder Hunger? Ach, das sind die zwei, die ich, glaube ich, gar nicht in der Gruppe drin hatte, ne? Dann solltet ihr zwei doch vielleicht erst noch mal Reste nehmen. Wie wäre denn das? Guck du mal, was an Resten da ist. Und Anton könnte in der Zeit mal schnell auf Toilette gehen, hier. Und Hände waschen. Und dann kriegst du was zu essen. So, was machen die anderen? Hey, sie spielt Billard. Warum spielt denn da um Himmels Willen keiner mit? Ach ja, wir sollten vielleicht auch schnell noch mal graben. Komm, du spielst jetzt mit. Kann man dich auffordern, mitzuspielen irgendwie? Die beiden verstehen sich nicht. Ich verstehe das echt nicht. Tu mal mit Tamara mitspielen. Er hier hat seinen Spaß. So, was möchtest du? Du willst Körperfähigkeit. Ja. Wir haben halt immer noch Winter, ne? Nee. Hatte ich nicht vorgehabt? Oh, da fällt mir ein, was ich noch hätte holen wollen. Egal. Trimm dich, Gerät. Wird jetzt erstmal nichts. Wo bist du denn? Adrian? Wo ist Adrian? Da. Ach, da sitzt er ja an dem komischen Tisch und will Lama spielen. Boah, das ist okay, aber du kannst doch erstmal hier hingehen. Und dann Springseil hüpfen wieder mal. Müssen wir drauf achten. So, du bist, genau, du gehst jetzt auch Billard spielen. Zack. Damit ihr mal ein bisschen schneller an Spaß Ja. kommt. Die hatten ja alle gut gegessen, bis auf Alfred und Anton. Die hatte ich irgendwie nicht in die Gruppe reingepackt. Insofern, ja. Egal jetzt. So, was haben wir denn da alles noch? Komm, hol die Schüssel raus. Vielleicht ist da noch für zwei Portionen was drin. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Das ist Chili, soweit ich weiß. Das schmeckt lecker. Ah, und ich glaube, sie ist leer, die Schüssel. Ja. Dann holst du dir auch eben so einen Rest. So. Und dann müssen wir euch auch langsam schon wieder Bett fertig machen. Mein Gott, Alfred, was muss ich denn bei dir noch für Wünsche erfüllen? Was? Existenzgründerpreis. Ja, nee, das klappt nicht mehr. Du gründest mir jetzt kein Geschäft. Aber ich muss mal ganz kurz gucken. Ah ja, hier. So. Setz dich hin. Iss mit und dann brauche ich mal eine ganz kurze Pause. Ich muss mal gucken, was ich bei Alfred jetzt noch alles machen muss. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Wo habe ich denn den Guten? Hatte ich da schon soweit alles? Alfred. Stipendium. Ersten Kuss hat er, aber die feste Beziehung noch nicht. Nee, erster Kuss ist auch noch nicht fertig. Oder habe ich das jetzt nur wieder nicht notiert? Doch, das hatte ich letztens gemacht. Sabro. Alfred, du machst mich kirre. Weil wenn nicht, dann müssen wir da ganz schnell was tun. Nächsten Tag. Ich muss jetzt mal in die Erinnerung rein. Ich weiß gerade gar nichts mehr. Erinnerung. Hattest du nicht einen Kuss gekriegt? Irgendwie war doch da letztens was, wo ich doch gemacht hatte. Da hast du die Spitzenspiele entdeckt. Ah ja. Da bist du aufgewachsen. Ach so, nee, du nicht. Adrian. Ja, also das ist ja alles schon ewig her. Ja, das. Pff, nö. Er hat keinen Kuss gekriegt. Mist. Da muss ich unbedingt noch nachlegen. Ja, dann musst du dich kümmern, ne? Okay, dann tust du jetzt erstmal essen nach dem Essen. Bam, 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 bam. Ich glaube, er hatte auch seine Hausaufgaben noch nicht fertig. Ach, das ist aber auch egal. Aber die kann ich mal wieder hochtun. Das müssten die sein, ne? Da, da. Zack. Alfred, Alfred, Alfred. So, zack. Ich hoffe, das waren die einzigsten, die da rumlagen, ne? Ja, 99%. Komm, die kannst du fertig machen. Und dann gucken wir mal. So, Anton. Anton, essen. Ansonsten geht's ihm gut. Er möchte mit Susanne ausgehen. Ja, das hatte ich eigentlich auch mal geplant. Hast du denn jetzt dein Kusskram schon erledigt? Ich glaube ja. Also bei Anton müsste das so sein. Ah ja, hier haben wir das. Genau. Er hat sich in Susanne verliebt, hat seinen ersten Kuss bekommen
Und sind die beiden auch ein Pärchen? Das steht da jetzt nicht. Susanne, Susanne, ich glaube, das... Freunde fürs Leben sind sie auf jeden Fall. Aber ich glaube, die hat er noch nicht gefragt, ob sie mit ihm gehen will oder wie auch immer, ne? Gut, okay. Wie viel Zeit hast du noch? Auch nur noch 3 Tage, ja? Ihr seid... Oh Mann, ihr seid alle jetzt in so... Na gut, okay. Tamara hat Hunger, dann hol du dir auch bitte noch was zu essen. Hopp. Rest nehmen. Ach, sie will was? Einen Fähigkeitenpunkt. Ja, das mache ich dir sofort fest. Was kannst denn du noch gebrauchen? Irgendwas. Egal. Irgendwas. Hauptsache, ich kann dich in Goldlaune versetzen. So, er hier wollte hüpfen, das macht er gerade. Und du möchtest, ja. Nein, nicht gestoßen werden. Ach, spiel doch einfach hier, komm. Tamara, hör auf, deine Schwester zu ärgern. Ich weiß nicht, was mit den beiden momentan los ist. Zickenkrieg hier. Voll der Zickenkrieg. Ah! Und ein Körperpunkt verdient. Yes! Juhu, Adrian, hast du gut gemacht. Sehr fein. Und jetzt willst du den nächsten haben. Oh, machen wir, machen wir, machen wir. So, warte mal. Ja, du kriegst auch noch hier so ein Chili. Und. Jetzt muss ich auch mal gucken, wer hatte denn jetzt Hausaufgaben gemacht und wer nicht. Ich bin hier ein bisschen verwirrt gerade, zu viel los. Wieder mal. Also, sieht eigentlich ganz gut aus. So. Auch da drüben scheint, alle haben ihre Aufgaben gemacht. Und ihm macht das auch Spaß. Ey, das ist der Hammer. Okay, dann hüpf weiter. Dann gucken wir mal. Alfred, Hausaufgaben machen, anschließend, oh Gott, säubern, benutzen, säubern. Oder lass das Säubern weg. Komm, das Säubern, das können auch mal wieder die Erwachsenen tun. Da haben wir jetzt wieder genug Leute. Dann gehst du duschen und anschließend gehst du schlafen. Ey, halt, Pickelchen, Akne-Creme verwenden und Haja machen. So, das ist dein Ablauf. Du, Fuden, kannst du dann mal die Susanne anrufen? Ja. Und, du ist erstmal auf. Anschließend kannst du... Ah, hier dann auch nochmal. Nutzen, duschen und schlafen gehen. So, du hüpfst noch ein bisschen, das ist in Ordnung. Und du gehst, Susanne anrufen. Nur plaudern. Zack. Du kannst da auch mal, ja komm, schlafen. Im Schlafanzug. So, dann sind die jetzt alle im Bett, hoffe ich mal. Unsere zwei Alten. Ja, das dauert, bis die ausgeschlafen haben. Okay. Alles Paletti. Dann kriegen wir jetzt langsam mal Ruhe hier rein. So, du erzählst noch ein bisschen. Genau. Irgendwie richtig satt bist du auch nicht geworden, oder? Ihr seid komisch. Ehrlich, Leute, ihr seid komisch. Wieso bist du noch nicht richtig satt? Verstehe ich nicht. Hast du nicht richtig aufgefuttert? So, was müssen wir denn mit Anton noch machen? Anton hat, wie gesagt, soweit die Sachen erfüllt. Hattest du jetzt noch mal wegen einem... Einmal, ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe mit dem Mechanikpunkt. War, guck mal, ruf du noch mal an im College. Kann man College noch mal anrufen? Eins hatten sie ja auf jeden Fall ein Stipendium, aber er hat jetzt die Mechanik auf 8. Gucken wir mal, ob da noch ein Zusatzstipendium geht. Das hatte ich nämlich vor. Ja! Anton hat sich noch für den Burli-Technik-Stipendium qualifiziert. Yeah! Wenn du es schaffst, deine mechanischen Fähigkeiten beizubehalten, gibt es dafür auch ein Stipendium. Ja, supi! Sehr schön. Die fürs 1 Plus hat er, also hat er noch ein Stipendium zusätzlich gekriegt. So, das wollte ich nämlich haben. Ja gut. Lass das Essen stehen und geh ins Bett. Kannst morgen duschen. Adrian geht dann bitte auch ins Bett. Hat ja seinen
Punkt da. Abmarsch alle in die Haia und dann war's das auch. Dann muss ich echt mal gucken, dass ich mit Alfred das noch hinbekomme. Dass er noch seinen ersten Kuss bekommt und vielleicht noch wer war es denn bei ihm? Ich glaube, Conny fragt wegen, ne? Beziehung und so. Ja, genau, er ist mit der Conny eigentlich am Rummachen. Genau, und das hat, ist da unten irgendwie, irgendwas hatte ich gemacht. Ich glaube, ich hatte sie zu früh gefragt nach der Beziehung oder wollte zu früh mit ihr küssen und irgendwie ist es schief gegangen. Keine Ahnung, irgendwas ist da passiert an dem Tag. Ja, genau. Mach mal Acne-Creme drauf und dann ab ins Bett. Ich hab da, wie gesagt, das sind mir zu viele Leute, da kann ich mir das gar nicht alles merken. Wer hier, wie, wo, wann, was, mit wem. Das geht so nicht. So, was sagt jetzt die Uhr bei mir? Ein paar Minütchen haben wir noch. Ich spul mal vor. Müssten ja jetzt eigentlich auch gleich alle im Bett liegen. Genau. So. Dann gucken wir mal. Unsere Alten müssten zuerst aufwachen. Denke ich mal. Und die haben dann auch was zu tun. Ja, okay. Halt, stopp, 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 nicht so schnell. Ach, das irritiert mich jedes Mal, wenn die Gute aufwacht, dass sie so anders aussieht, die Natascha. Ich denke immer, wer ist denn das bitte? So, du sitzt auf Toilette, das ist in Ordnung. Wenn du von der Toilette fertig bist, darfst du auch noch duschen gehen. So, was macht die Natascha? Die Natascha möchte auch auf Toilette und duschen. Ja, da musst du noch ein bisschen warten. Weißt du, du könntest noch mal Bett machen so lang. Mach erst mal das Bett. Warte mal, bis dein Männlein auf ist. So, was geht hier ab? Du könntest einfach mal duschen, säubern. Oder machen wir es umgekehrt. Erst säubern und dann duschen. Macht ja mehr Sinn. Und dann kannst du runtergehen und kannst erstmal hier Ordnung schaffen. Das musst du machen. Abspülen und abspülen und abspülen und aufräumen. Genau. So, dann sind die schon mal so weit beschäftigt. Ihr schlaft noch alle? Gut. Ja, prima. Ja. Okay. Dann wieder nach oben und zack. Ja, tut mir leid, ihr könnt nun mal nicht gleichzeitig auf Klo sitzen. Geht immer nur einer drauf. Hast du die andere Seite auch noch? Bett machen? Ja, ach ja, so ist das halt hier. Wir sind ein Haushalt mit viel Arbeit. Und dein Mann ist nicht mehr der Jüngste. So, aber jetzt darfst du auch auf Toilette gehen. So. Mit ihr könnten wir was töpfern. Sie hat ja die Handarbeit schon so voll. Da kommt bestimmt was Gutes bei rum. Könnte ich mir denken. So, und dann bitte auch duschen. wenn ihr euch nicht gerade im Weg steht. Jetzt schimpft doch mal nicht. Duschen. So, was macht denn Jörg? Jörg hat sich schon ewig nicht mehr um seinen Garten gekümmert. Also gucken wir mal ganz schnell runter, was hier so angesagt ist, ob der überhaupt noch lebt. Oh Gott, nee, das, ja. Das ist halt im Winter aber auch wirklich blöd und vor allem, ich habe mich die letzten Tage gar nicht mehr gekümmert. Also darfst du mal alles wegwerfen, wegwerfen, wegwerfen. Ja, die Bäume ruhen eh. Na, gut, okay. Als Ausgleich dafür, dass wir jetzt hier Geld verschwenden oder verschwendet haben oder wie auch immer, darfst du dann hier aber mal ein bisschen nach Schatz graben. In jedem Loch einmal. Wir brauchen nämlich wieder Geld. Mal gucken, ob das so klappt. Kannst du was tun? Weil jetzt neues Gemüse anpflanzen bringt ja gar nichts. Wegen Winter, da gedeiht ja nichts gescheit. Ne? Und ein Gewächshaus wollte ich jetzt hier auch nicht bauen. So. Och, wie süß ihr aussieht. Wie so alte Omis hier. Oppi und vor allem sie sieht ja wirklich aus wie eine alte Omi. Hihihi. Ich glaube, ich muss mit euch demnächst auch noch mal einkaufen gehen, hä? Oder? Was meint ihr? Ist sie... Oh Gott, nee. Siehst wirklich schlimm aus, Mädel.
Ulrike. Das passt ja gar nicht. Also ja, ich glaube, naja, die Kinder sind ja noch in der Schule, dann kann man mal irgendwie, ne? So, ist jetzt wieder schön alles. Sonst musst du hier auch gerade nichts machen. Gut, dann sei so gut und servier mal bitte Frühstück. Und zwar Pfannkuchen. Mach du mal ein paar schöne Pfannkuchen. Und ja, was will sie da immer noch? Den Malte heiraten? Nee, du kannst nicht auch noch heiraten. Geht nicht. Das wird nix. So, du bist beschäftigt. Was macht sie denn eigentlich gerade? Nee, 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 nee. Du kommst jetzt hierher, du wolltest doch töpfern. Hier, komm. Mach mal ein paar. Achso, das geht nicht, weil wir gerade kein Geld haben. Okay, gut. Dann mal weiter. Warte mal, hattest du nicht das Bild fertig? Kannst ja weitermalen hier. Guck mal. Das bringt auch was. Was haben wir denn? Stein? Gut, Stein haben wir schon mal gefunden. Wir müssen ja wieder Geld verdienen. So. Wenn du aufstehst, deine Hausaufgaben hast du gemacht, alles andere ist soweit in Ordnung. Weiß ich nicht, was du für... Was brauchst du denn noch? Du könntest Logik noch auf 8 kriegen. Dann können wir dir da wenigstens auch noch mal ein paar Punkte reinpacken. Haben wir hier nicht irgendwo einen Schachtisch? Doch, genau. Und kannst du hier üben. Vielleicht klappt das auch mit dem bisschen Spaß. Ich habe keine Ahnung. So, was machst du, wenn du fertig bist? Ja. Erstmal essen. Würde ich sagen. Ah, wir haben eine Schatzkarte gefunden. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, du gehst dann essen. Und was machst du, Mädel? Du hast gar keinen Hunger. Ulrike? Ulrike. Hattest du Hunger? Harndrang. Hunger hast du gerade keinen. Na gut. Dann, warte mal. Lass mich erstmal fertig gucken, wer noch was essen will. Du hast auch keinen Hunger. Du hast auch keinen Hunger. Die haben alle gerade keinen Hunger. Gut, okay. Dann darfst du das wieder weglegen. Alles. Zack, zack, zack. Und zack. Und zack. Weglegen. Und das darfst du abspülen. So. Und dann darfst du. Ach, geht ja immer noch nicht. Gut, Jörg ist am Buddeln, das ist schön. Die Umgebung gefällt dir nicht, ne? Okay, dann füll doch mal wieder auf. Auffüllen, 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 auffüllen und auffüllen. Wenigstens haben wir das da hinten gemacht, insofern alles kein Thema. Und wir verkaufen natürlich auch nur die Sachen und jetzt nicht diese super teuren, tollen Sachen da. Könnt auch den Zehntausender verkaufen, aber dann haben wir ja wieder geschrubbelt. So, jetzt passt das wieder einigermaßen. Und dann dürfte das auch wieder ordentlich sein. Ja. Oh, Anton ist schon wach und ist am Essen. Ja, prima. Guten Morgen, Anton. Wie geht's dir? Alles gut? Ja. Ach ja, so ist das. Schön, schön. Du möchtest ausgehen, du willst Gitarre spielen. Ja, bei ihm müssten wir jetzt eigentlich nur noch Wünsche erfüllen und gut ist. Alles andere ist perfekt, wie es ist. Bild ist fertig. Jawohl. Zeig mal, was hast du denn jetzt Schönes gemalt? Wow. Wow, verkaufen für 400. Nein, 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 nein. Wartet mal kurz. Da muss ich gucken. Sollen wir das verkaufen? Oder wollen wir das hinhängen? Oh, das sieht aber schön aus. Das ist ein wirklich schönes Bild. Oh. Es würde hier eigentlich super hinpassen, oder? Was meint ihr? Wir könnten es erstmal hinhängen. Komm. Im Baumodus hier. Ich habe übrigens was gesehen. Nee, wie ging denn das? Kann man das Ding... Ah, nee. Komisch. Ich dachte letztens, ich hätte gesehen, dass man Bilder auch rahmen kann. Aber, ja gut, egal. Ist wurscht. Oder kann man das jetzt machen, rahmen? Ah ja.
Okay, dann rahm das doch mal mit einem schwarzen Rahmen. Ja, sieht gut aus. Und das da rahmen wir mal mit einem weißen Rahmen. Das sieht auch gut aus. Prima. Dann haben wir da schon mal was hängen. Dann sieht es hier nicht so leer aus. Finde ich ganz okay. So, sie wollte jetzt töpfern. Jetzt kannst du doch. Guck mal hier. Was kannst du machen? Auch nur Teller. Dann mach du mal viele Teller. Komm, du bist so begabt, du kannst das mal machen. Unsere Mutti hier, die hat nämlich was anderes noch zu tun. Die muss nach oben und putzen. Ich weiß nicht, hatte ich jetzt jemanden hier reingeschickt? Also, säubern und säubern. Und dann gehst du hier auch mal säubern und säubern. Alles mal muss wieder sauber gemacht werden hier. Gut, dann hat sie was zu tun. Und ich lasse ihn nachher auch noch töpfern. So, was sagt denn jetzt meine Uhr? Oh, ich glaube, meine Zeit ist schon wieder um. Himmel, Himmel, Himmel. Es geht aber auch immer so schnell. Was haben wir da noch für einen Teller? Nimm mal den da. Ich finde die auch immer schön. So, und unser Jörg macht, was machst du? Ach so, du bist noch dabei, die Dinger aufzubuddeln. Genau. Ja, und hat einen Sauberkeitspunkt erhalten. Ach so, du kriegst dafür Sauberkeit. Ja, schön. Wie sieht's denn aus? Willst du auch mal ein bisschen haken? Ich meine, es ist auch sowas wie Gartenarbeit, ne? Und hier Unkraut jäten. Kümmerst du dich weiter um den Garten? Es schneit. Gut, okay, bevor jetzt hier das Chaos wieder losbricht, würde ich sagen, mache ich auch ganz einfach jetzt Pause. Anton, wo willst du hin? Ja, gut, okay, von mir aus. Das ist jetzt halt der Nachteil, weil wir da schlecht abschließen können. Sonst kommen unser Pärchen da, unser Ehepärchen kommt da sonst nicht so rein. Jo, ich mach dann jetzt mal Schluss. War, denke ich, relativ gemütlicher Part. Und im nächsten gucken wir, dass wir uns ganz gezielt um Alfred und Anton und Tamara kümmern, die ja dann auch bald altern, dass da noch ein paar Punkte zusammenkommen, ne? Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.